Ich habe zwei Nahtodeserlebnisse gehabt. Das erste Mal mit 6 Jahren, da bin ich erschlagen worden von 5 anderen etwas größeren Jungs. Und das war schon unglaublich beeindruckend. Und das zweite Mal ist es dann passiert, als ich Wildwasser gefahren bin. Das habe ich, also bin Wettrennen gefahren. Und dort bin ich gekentert und habe das wiederum erlebt. Und das war so etwas Umwerfendes für mein gesamtes Leben, dass ich also heute sehr, sehr dankbar bin, dass ich es erlebt habe. Ich kam von einem Film nach Hause, wo ich eigentlich nicht hätte hingehen sollen. Es war am frühen Abend. Für mich war es schon dunkel. Und mir begegneten 5 Jungs, die für mich damals viel größer waren körperlich. Und dann hat mich der erste angerempelt und dann haben sie schon auf mich eingeprügelt. Dann habe ich einen sehr starken Schlag im Bauch gespürt. Das war eigentlich das Letzte, was ich spürte. Und dann habe ich gedacht, oh Gott. Und dann war ich schon, die nächste Erinnerung, die ich habe, war ich schon außerhalb des Körpers. Ich habe mich schon über dem Körper schweben sehen, es waren vielleicht 3, 4 Meter. Und habe dann gesehen, dass die Jungs furchtbar erschrocken waren und weggerannt sind. Ich selber hatte einen ganz kleinen Moment Angst, aber danach kam eigentlich schon wieder ein sehr positives Gefühl. Ja, es ist mir bewusst geworden, dass es eigentlich nicht zum normalen Leben gehört. Aber für mich war im selben Moment, wo ich mich selbst habe liegen sehen, war das eigentlich nicht außergewöhnlich. Das war so, wie als wenn ich eine Erinnerung hätte, Mensch, das kennst du, das ist eine ganz alte Sache. Darum war ich auch überhaupt nicht ängstlich. Ich war richtig fast wieder froh, zu Hause zu sein. So ein Gefühl war das. Ich habe kurz nur meine leibliche Mutter gesehen und danach auch mal ganz kurz meine Stiefmutter, bei der ich groß geworden bin. Aber keine bestimmten Situationen. Es war nur ein kurzer Blick sozusagen zu den beiden. Mein Vater nur in einer etwas entfernteren Situation, also den habe ich nicht so nah gesehen und dann war ich aber auch schon im Jenseits. Also ich weiß nicht, wo der Tunnel bei denen herkommt. Das mag damit zusammenhängen, dass ich noch ein Kind war. Es ging unglaublich schnell und ich habe überhaupt keinen Tunnel erlebt. Es war eine direkte Licht oder Energie, für mich war es wie eine schöne Energie, weil es war nicht nur Licht, es war nicht nur hell, sondern es war ein sehr schnelles, geborgenes Gefühl, daher auch dieses Heimatgefühl, ich bin wieder zu Hause. Ja, es war Licht im Sinne von einer, ja, es war keine Musik da, also ich habe keine echte Musik gehört, aber es war wie, als wenn wirklich sozusagen der Himmel, wie man so schön sagt, der Himmel voller Geigen hing. Es war ein unglaublich schöner energetischer Zustand, als ob ich total beschützt wäre und um mich herum alles nur ein Meer von Energie war. Das war für mich wie ein riesiger Empfang. Also schöner als alles, was ich in meinem auch späteren Leben bis heute erlebt habe. Und immer wieder kam diese Geschichte, ich bin wieder zu Hause, ich gehöre dazu. Und ich dachte auch fast alle, ich kenne die alle, die da um mich herum standen. Das waren so wie Brüder. Diese haben zu mir gesprochen, im Grunde wie von der Symbol oder vom Erleben her, wie ein Vater, wie ein alter, netter, weiser Mann. Aber auch zum Teil waren es sehr junge Stimmen. Es waren nicht also nur alte Stimmen. Jung, so wie man uns Kindern früher damals erzählt hatte, wie Engel sind. Also einfach schön und hell und froh. Das war ein sehr interessantes Gefühl, nämlich eine Mischung zwischen du musst. Und aber auch auf der anderen Seite wieder wirklich auch wieder Neugierde. Das heißt, ich möchte eigentlich doch noch weitermachen. Ich möchte sehen, wie es hier auf der Erde weitergeht. Weil es war mir fast irgendwie so ein bisschen langweilig. Ich wollte noch irgendwas tun und selber noch erleben auf der Erde. Aber irgendwie wollte ich einfach doch wieder zurück. Insofern war es einerseits Erleichterung und andererseits genau wie beim ersten Mal, als ob man wieder in einen Käfig muss fast. Also es war schon eine Beengung. Die Gewissheit, die ist, wissen Sie, die genauso stark oder stärker, als wenn ich in einen Apfel gebissen habe. Wenn ich reingebissen habe, dann weiß ich einfach, ich habe es geschmeckt, ich fühle es, ich spüre es. Und diese Wahrnehmung war für mich, ich würde wirklich von Empfinden her, kann man nur sagen, realer, als wenn ich heute ein Stück Holz anfasse. Es ist einfach eine absolute Sicherheit. Im Laufe jetzt von den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren ist die Sicherheit so stark, da könnte also die ganze Welt, alle Psychiater zusammen, die könnten 5 Titel haben, da würde ich nur sagen, ist schon okay, das ist eure Meinung, ich habe es erlebt und was sollen wir zwei uns streiten? Ich habe ganz kurz meinem Vater am nächsten Tag erzählt, dass ich etwas erlebt habe und also jenseitige Wesen gesehen und gehört habe. Und er hatte nur gesagt, um Gottes Willen, schweig und sag nie wieder was.
Und das Interessante ist, dass man mir auch im Grunde gesagt hat, es ist besser, du schweigst. Wer so etwas erlebt hat, der kann gar nicht letztlich anders als die Religion im Sinne des wahren, der Bedeutung des Wortes nehmen, nämlich die Rückbindung. Also hat nichts mit Kirche zu tun, überhaupt nichts. Das sind menschliche Institutionen mit sehr, sehr vielen Vor- und Nachteilen. Aber die wahre Religion, nämlich die Frage, woher komme ich, was soll ich eigentlich hier und wo gehe ich wieder hin? Ja, da kann man ja gar nicht mehr anders. Also wenn man das einmal erlebt hat, dann muss man immer weitergehen und immer weiter fragen. Absolut sicher. Es ist eine Sicherheit. Die ist für mich wirklich genauso sicher wie alles, was ich hier auf der Erde anfasse. Dass das Prozesse sind, genau wie Tag und Nacht und Schlafen und wieder ein neuer Tag. Es ist wirklich im Grunde eine ewige Wiederholung, die wir offensichtlich so lange brauchen, weil wir nicht wach genug sind, nicht bewusst genug sind und es nicht genügend hier lernen. Ich habe eine gewisse Fähigkeit erreicht, um Dinge sehen zu können, besonders bei Patienten oder wenn ich mich darauf konzentriere, bei Menschen, die ich beraten darf, um zu erkennen, in welche Richtung ihr Leben geht, beziehungsweise was sie lernen sollen, wo ich mithelfen darf, was ich ihnen sagen kann. Ich habe sehr oft Fähigkeiten, auch schon einen Tod von Menschen vorauszusehen, aber ich werde es und sage es auch niemals und habe es bisher auch noch niemals gesagt. Insofern, wenn ich so etwas sehe, ich schweige total. Also der Alltag ist für mich in jeder kleinen Symbolik wichtig geworden. Das heißt, ich bemühe mich, ich bin natürlich noch lange nicht perfekt, aber ich bemühe mich, alles, was mir geschieht, aber wirklich jede Kleinigkeit, mir bewusst zu machen und auch die Symbolik zu überlegen, warum geschieht mir gerade das jetzt, was soll ich heute lernen, was darf ich sogar daraus lernen. Und dadurch bin ich also sicherlich ein absolut anderer Mensch geworden. Für mich war es auf jeden Fall eine totale Wende und ich habe gesagt, ich muss diese Erfahrung, die ich habe, nutzen, einfach auch um Menschen zu helfen, weil die meisten Menschen einfach zu wenig darüber nachdenken und auch Angst haben. Jeder sollte in seinem Alltag mit seinen Fähigkeiten nichts anderes tun, als sie einzusetzen, um den anderen Menschen, also uns gegenseitig zu helfen. Das war für mich auch schon während des Medizinstudiums eine sehr wichtige Erfahrung, dass man darüber anscheinend überhaupt nicht nachdenkt. Ich bin sicher, weil man einfach diese Welt nicht theoretisch erklären kann, das muss man erleben. Und natürlich auch die ganz persönliche Angst. Ich habe immer gesagt, dass in der Ausbildung der Ärzte eigentlich das fehlt, nämlich die Ausbildung, wenn man so will, zu einem Priesterarzt. Das heißt also, dass die Menschen lernen oder diese jungen Menschen lernen sollten zu meditieren und so weiter. Und ich habe ja später 10 Jahre an der Uni Frankfurt Allgemeinmedizin unterrichtet und habe versucht, gerade während dieser Zeit den jungen Medizinstudenten zu sagen, es gibt noch mehr. Und ihr solltet auch ein bisschen mehr an eurer eigenen Persönlichkeit arbeiten und nicht nur irgendetwas auswendig lernen. Ich bin sicher, dass ich im Moment des Todes immer trotzdem noch Angst haben werde, weil soweit ich das heute sehe, ist das einfach daran gebunden an das materielle Dasein. Solange wir einen Körper haben, haben wir sozusagen ein Tier in uns, einen schwachen Teil, der einfach auf gar keinen Fall sterben möchte. Ich glaube schon, das Wichtigste ist die Erkenntnis, dass es einfach jenseits dessen, was wir anfassen können, noch viel, viel, viel mehr gibt, als die Wissenschaft vor allem uns sagt, als es die Kirchen uns sagen, als alle Philosophen sagen. Und für mich war die Erkenntnis, dass die Masse der Menschen, vor allem an die sogenannten Intellektuellen, dass sie Wissen gleich auswendig lernen nehmen. Und für mich war damals der wichtigste Punkt, was ich selber erfahre, nur das ist für mich Wissen. Seit dieser Zeit habe ich nur noch intensiver gesucht und gefragt, selber gefragt und unglaublich viel gebetet, nach mehr Wissen, nach mehr Erfahrung.